Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier zu meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger in unserer 38. Lektion. Beschäftigen uns wieder mit Functions und in dem Fall aber geben wir aus der Function auch einen Wert zurück an die Stelle, an der diese Function aufgerufen wird. Wir haben in der vorgehenden Lektion schon mit Functions beschäftigt. Ja, der PHP-Code geht in dem Fall hier von der 1. bis zur 20. Zeile und die eigentliche Function geht hier von der Zeile 4 bis zur Zeile 10. Wir haben vorhin schon besprochen, dass sich PHP, bevor die Function aufgerufen wird, eigentlich nicht darum kümmert. Deswegen können wir eigentlich vorläufig jetzt einmal hier in der Zeile 12 erst weitermachen. Davor haben wir nur Kommentare und die Function. Hier werden der Variablen Werte zugewiesen. $a bekommt den Wert von 5, $b den Wert von 10. In der Zeile 17 wird die Function aufgerufen, nämlich mit Rechnen. Und hier noch eine Besonderheit unserer neuen Form von Function, übergeben wir auch gleich Werte. Ja, diese Werte, die ich hier vorher zugewiesen habe, dann wird die Function aufgerufen, wir springen zum 4. Zeile des Listings und hier werden diese Werte übergeben. Und mit diesen Werten wird dann hier jetzt drinnen gerechnet und mit Return ist der Schlüsselbegriff, wird dann das, was nach Return steht, an den Aufruf der Function wieder übergeben. Und weil ich hier $Summe davor geschrieben habe, eine weitere Variable, werden dann, $Summe dann, jener Wert dann zugewiesen, der hier berechnet wird und mit Return dann wieder zurückgegeben wird. Und in der Zeile 19 wird dann die Berechnung dann ausgegeben auf der Webseite. Und mit BR, mit dem BR-Tag, mit dem HTML-Tag wird dann ein Zeilenumbruch erzeugt. Also im Unterschied zur vorgehenden Lektion wird das nicht hier innerhalb der Function dann auf dem Bildschirm ausgegeben, sondern außerhalb. Und den Wert bekommt man ja über Return dann wieder zurückgegeben. Wird dann hier zugewiesen und kann hier dann ausgegeben werden. Man sollte sich das sicher nochmal genau anschauen und durchdenken und am besten mit Hilfe eines Beispiels dann gleich ausprobieren, wie man Werte an eine Function übergeben kann, wieder welche zurückbekommen mit Hilfe von Return und mit diesem dann vielleicht weiter irgendetwas machen kann. Danke für das Zuhören, Zuschauen, danke.